nichts hilft. Dann muss halt die Rakete reißen. Überprüf deine Position! Der schießt mal. Alles klar. Ja, genau. Ich sitze hier fest. Och. Und der schießt daneben. Alles klar. So, der Runde töte ich. 55%. Ein weiterer Sieg. Sehr schön. Und wir haben das gar nicht mal so sagen. Stand zu steht das Raumschiff. Alles gut. Vielleicht die Rakete da. Ansonsten. Schwer verwundet. Aber er wurde befördert. Sie wurde befördert. Alles klar. Ein Sturmsoldat. Plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite oder sie muss eine bessere Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sicht. Ah ne, lieber mehr Verteidigung. Ich hab's immer gerne, wenn diese Sturmsoldaten wirklich nach vorne dashen können, einfach mal alles überleben und wirklich quasi vor dem Gegner stehen und direkt die Schrotflinte ins Gesicht halten, ne? Das finde ich eigentlich am besten. Die sind aber jetzt natürlich ziemlich lange ausgesetzt, weil die verwundet sind. Das ist nicht sehr schön. Oh, wir haben eine UFO-Energiequelle gefunden. Ah ne, da ist eine neue Forschung, die verfügbar ist. Wir haben auch viele Alien-Legierungen so gefunden. Ah ja, eine UFO-Energiequelle, genau. Sehr schön. Wir haben aber noch den Pulsbogen in der Forschung, der leider sehr langsam erforscht wird, weil wir keinen weiteren Wissenschaftler haben. Achso, wir können mal in die, oh, das war das falsche Menü. In die Schule hier gucken, in die Offizierschule, genau. Habe ich noch keinen auf dem Rang Sergeant? Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Oh ja, Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. In Lyon, Frankreich. Pretoria, Südafrika. Oder in Brasilien. Tja, da muss man dazu sagen, hier gibt es 4 Wissenschaftler und in Frankreich gibt es 4 Ingenieure. Da ich ja meinen Satelliten in ziemlich absehbarer Zeit in die Umlaufbahn bringen will und ich dafür Ingenieure brauche, würde ich mal knallhart sagen, dass ich diese Mission mache. Die sind alle 3 mäßig schwer, das nutzt nicht viel. Allerdings hier in Südafrika ist natürlich schon ein bisschen Panik. Wenn jetzt noch 2 dazukommen, dann ist das gar nicht gut für das gesamte, für den gesamten Kontinent. Und da ist ja leider meine Basis. Aber ich hoffe, dass ich das mit den UFO-Missionen hinkriege. Ja, was soll's. Ja. Bestätigen. Achso, ja. Meine ganzen guten Soldaten sind natürlich jetzt leider Gottes nicht so ganz ready. Also ihr kriegt da irgendeiner das Medikit. Strike One, bereit machen zur Landung. Dann beginnen wir Angriff. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Oh ja. Großstadt ist immer. Also, Lyon. Großstadt.
Angriffs statt. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Wunderhübsch, dann kann ich mir die hier, die glaube ich schon gut wegsnacken. Wenn ich hier hingehe. Das war der Sniper. Das war nicht gut. Der braucht ja eine Weile, bis er schießen kann. 45% Chance. Bestätigt. Hat gereicht. Dem los. Läuft einfach mal weg. Holt noch ein paar andere ran. Hä? Wieso sind die jetzt gerade rausgekommen und sofort wieder weitergelaufen? Das check ich nicht ganz. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, dass die auf einer erhöhten Position sind. Normalerweise sollte man immer selber versuchen, auf eine erhöhte Position zu kommen. Wieder 55%. Machen wir erstmal einen Präzisionsschuss. Ah, daneben. Schade. Ach, die trifft auch gar nichts. Oh, mit einer MG, ist immer schön. Ja, versteck dich in der Schaufel. Und schieß noch am besten auf den da genau 45%. Oh, was ist denn für eine Verteidigung da? Das geht gar nicht. Drei Leute. Achso, der könnte mal hier rankommen. Mit dem unterhalten. Steh wieder auf, Cowboy! Und dann kann der nämlich auch gleich ein Stückchen weiter nach vorne.
Ja, da. Oh, da fährt ein Auto lang. Cool. Den möchte ich noch, dass der schön. Die treffe ich doch. Und nur zwei Schaden. Na klar. Was machst du? Gehst da rein. Schießen bitte auf. Wie sieht es auf den anderen aus? 50%. Ah, der ist schon fast tot. Schaden. Die kann nicht schießen. Jetzt können sie halt doch nicht mehr wanted. Oh ja. Der schießt sonst wohin. Mach die Treppe da hoch. Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. Oh, das war's schon. Na gut. Ja, 6 Monster, muss ich schon sagen, ist für eine mittlere Mission ausreichend. Da sind wir wieder zu Hause. So ein kleines Ghostbuster-Zeichen. Cool. Oh, jetzt habe ich aber viele Scharfschützen. So, wenn du als erstes deine Primärwaffe abfeuerst, beende das nicht dein Zug. Das ist natürlich sehr cool. Auf Gegner zu schießen oder sie niederzuhalten, gibt Verbündeten, die sie ebenfalls angreifen, einen Bonus von plus 10 Zielsicherheit. Naja. Nee, Kugelhagel finde ich, glaube ich, wichtiger. Kann ich nämlich noch schießen und dann noch weiterlaufen. Das ist sehr cool.
Tja, entweder... kann ich dann mich bewegen und nochmal feuern. Oder ich kann auf Ziele feuern, die den Sichtbereich von verbinden. Ich glaube, das ist besser. Das nehme ich. Bestätigen. Da kann ich ja von sonst woher dann auf die Gegner schießen. Das ist doch cool. So, Präzisionsschützin. Und er ist ja Präzisionsschütze. Alles klar. Scharfschütze, ja. Das ist dasselbe. 6 Sektoidenleichen und 12 Fragmente. Boah. Annehmbar. Neues Gebäude verfügbar. Werkstatt, genau. Jede Werkstatt stellt 5 Ingenieure für unsere Mannschaft ab. Verbundbonus plus 7% Erstattung der Ressourcen beim Bau von Fortbewegungsmitteln, Gebäuden oder Gießereiprojekten. Das ist natürlich cool. Also je mehr ich Werkstätte ich nebeneinander habe, desto besser. Panik in ganz Südamerika und Panik in Afrika. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Ja, hier, man sieht, Südafrika ist jetzt... Sollte man vielleicht was unternehmen, ne? Also hier in Ägypten und Nigeria, das scheint noch unter Kontrolle zu sein. Das ist dummerweise natürlich der Kontinent, wo ich mein Zuhause habe. Aber Brasilien und USA, das ist beides auch nicht so doll. Also hier in Europa und in China ist doch gar nichts passiert, das ist nicht gut. Und die erforschen immer noch einen Putzbogen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, das bin ich auch. Ah, da kann ich was bauen. Ein Erdwärmekraftwerk, das kostet $200. Eine Werkstatt kostet auch $130. Die würde ich ja gerne bauen, weil im Anschluss könnte ich meinen... Satellitenkontrollzentrum bauen. Tja, da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Geld. Ja, und ich weiß gar nicht. Ja, hier haben wir schon dieses Illyrium. Das ist das Metall, was ich ja vorhin erzählt habe. 46 Legierungen, die kriegt man aus den UFOs, wenn man die findet. Ja. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rad. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Ja, dann auf zum Lagezentrum. Ja, na klar. Den Einsatz können wir doch. Hervorragend! Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Haben.